hier erstmal verpissen. Junge, muck mich nicht so an. So. Ich meine, kann euch angehen. Ey. Kimis, hilf mir. Junge, du kannst mich jagen, wie du willst. Ah, da steckt er auf. Ah, das heißt hier keinen kümmert. Hier läuft so ein Zombie rum. Verprügelt mal eben den besten Mann hier im Lager. Aber nee, passt schon, Jungs, passt schon. So, also gehe ich mal davon aus, wir müssen da jetzt einfach nur die Zombies abschlachten, die da so rumhängen. Ja. Hey. Schlag zu! Was mache ich da? Schlag zu! Die halten das hier halt tatsächlich für so einen Kampf zwischen Freunden oder so. Na mach schon! Ey, leck doch nicht mitten in. Gib alles! Gut! Gib alles! Gut! Schlag zu! Ich finde es sehr schön, wie ihr euch hier im Kampf beteiligt. Fehlt nur noch, dass die jetzt Wetten abschließen. Gib alles! Ja, so ist gut. So, wichse ich dich halt einfach hier in die Tür rein. Gib alles. Ja, gib alles. Ah, schön und ja, das Wichtigste, Hauptsache du hast Geld dabei. Meine Güte, wir sind schon den halben Tag damit beschäftigt, Zombies zu schnetzeln. Von daher würde ich sagen, mach mal ein kleines Mittagsschläfchen, bevor wir uns um die nächsten Zeitgenossen bzw. Anhänger des, ja, was weiß ich, des gehobenen Gammelns kümmern. Ja, genau. Ich finde, die Zombies könnte RTL auch gut irgendwie verwenden, um damit Gamer zu simulieren. Aber naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die letzten Zombies waren. Nein, zwei gibt's ja noch. Ich mach's wie immer. Ich mach den Weg kurz. Freunde. Ich hole sie mir jetzt immer einzeln raus. Ist doch angenehmer, oder nicht? Ja, vor allem jetzt hörst du auf, deine scheiß Runden hier zu drehen. Hallo? Freunde? Ein heiliges Licht erfüllt hier die Geschichte. Wir speichern ungerührt ab und erkunden weiter die Katakomben hier. Nichts zu holen. Kommt der denn jetzt her? Warum ist, und vor allem, warum ist er tot? Ja. Ja, Junge, was machst du? So ein verkackter Typ einfach nur. Ich ihm halt mal schon lange befohlen habe, sich zurückzuziehen. Und der halt das als Blocken missversteht. Junge, was soll ich denn jetzt da gegen die drei Zombies machen? So, ich würde sagen, nicht jammern, sondern draufgehen.
bin auch manchmal schlau. So. Ziehen wir also unerschrocken unsere Rune und stürzen uns auf unseren gleichen Freund. So. Einzeln sind die Jungs gar nicht so übel. Könnte ich mich sogar gut mit anfreunden. So, feine Sache. Und da holt er sein Schwert raus, steckt es wieder ein, trinkt seinen Heiltrank und macht sich wieder auf, sein Opfer auszunehmen. Also gut. Weiter geht's. Ist sicherlich hier lang gelaufen. Schon wieder sind's drei. Was machst du? Was machst du? Meine Fresse. So. Ich könnte ja ausrasten bei diesem scheiß Wegfindungssystem, was der Typ hier hat. Ich meine, eigentlich sollte man ja denken, dass der dahin läuft, wo ich hingucke, aber macht er nicht. Was soll der Scheiß eigentlich das mit hier? Ja, komm. Warte, wo sind deine drei Kollegen? Ja, da kommen sie ja schon. So. Ja, bevor ihr jetzt alle auf mich einkloppt und ich dann doch noch abkacke, laufe ich lieber weg. Was heißt weglaufen? Ich laufe lieber weg, ja. Ihr kommt mir hinterher, und zwar komplett. Nee, du, das finde ich nicht okay. Das ist echt mal ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, was hier passiert. Irgendwelche Mongos verkloppen mich hier. Und die Leute interessiert's gar nicht. Nicht, dass ich jetzt von irgendwelchen Mongos verkloppt worden wäre, aber ich gehe mal davon aus, dass das gelegentlich passiert. Ja. So. Das war jetzt natürlich sehr dumm, mit 23 Mana dann den Mana-Trank zu trinken. Braten wir lieber gemütlich unser Fleisch, während wir das Tor zu den Zombies einfach offen stehen lassen. Die Zombies begeben sich derweil in die Herberge. Zeig sie! Ja, gib's ihm! Jungs, ja, gib's ihm, gib's ihm, zeig's ihm. Ach, Junge. Ja, ja. Kümmere dich nicht. Schärf weiter dein Schwert. Ja, aber die scheinen auch nicht allzu solidarisch miteinander zu sein. Natürlich guckt er hier gern zu, wie ich seinen Kollegen zerficke. Allerdings interessiert es ihn dann doch. Ach ja. Ob die mir eigentlich hinterherklettern?
Es wäre mal ein Versuch wert. Ja, ich brauche jetzt schnell Mana. Jetzt wird's lustig. Ja, Kollege. Wow! Was tun die hier? Und vor allem, was tue ich hier? Warum habe ich noch nichts Hitpoint-mäßiges getrunken? So. Ich denke mal, damit sollte ich jetzt wieder mal erfolgreich geflohen sein. Oh, wie lange das jetzt bestimmt dauert und wie ihr mich bestimmt alle auslacht, aber... Ah, die Jungs sind doch... ganz schön heftig. So. Und wie lange er dann immer für diese Scheißaktionen braucht. So. Ah, natürlich könnte ich sowas mit dir auch machen. Glaub mal. Und wieder auf in den Keller. Ich hoffe, dieses Mal wird es mir da unten besser ergehen. Und ich gehe sogar sehr stark davon aus, dass es mir da unten besser ergehen wird. Denn jetzt, ja, ich glaube nicht, dass da noch allzu viele Zombies jetzt unten rumhängen. Rumgammeln könnte man natürlich auch sagen, um jetzt einen humorösen Effekt zu erzielen, aber nö, das lasse ich mal lieber. Ach, das ist eine Wand. Komm, der nächste von hinten. Meine Fresse! Das regt mich einfach nur so übel auf, wie viele das sind. Ja, kommt wieder raus. Kommt wieder raus. Nein, hier bin ich. Ja, genau. Und wieder das Gleiche. Ich drehe eine Runde durchs Lager. Warte, bis die halbwegs klarkommen. Das liegt doch auf der Hand. Meine Güte. Dann machen wir die ganze Schose mal auf den Burgmauern hier. Zombie? Zombie oder ich? Das hätte er doch besser wissen müssen. Oh, Junge, du bist... Der war doch sturzbetrunken. So ein unfähiger Mongo einfach nur. Der arme Kerl kann einem leid tun. Mann, Mann, Mann. Ja, wo ist er denn jetzt? Glaubst du wirklich? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Und da ist er schön an der Wand der Müllhalde festgebackt. Das habe ich auch gesagt. Nutzen wir die Zeit, um uns zu verpflegen, um unser Mana wieder auf einen erklecklichen Wert aufzufüllen. Und weil ich dieses Geschnetzel hier leid bin, geben wir ihm noch einen Feuerpfeil mit und töten ihn damit dem Schwert wiederum, um einen humorösen Effekt zu erzielen. Glaubst du wirklich? Und ich denke, das ist auch gut gelungen. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Das kann ich nie leiden, in diesen engen Gängen mich mit denen erkloppen zu müssen.
Also sei es jetzt hier die Zombies oder sei es dann in anderen Gothic-Teilen, zum Beispiel, was weiß ich, mich hat selbst der Ork-Tempel im, also in Gothic 1, regt mich jedes Mal unglaublich auf, weil, keine Ahnung, ich hasse es halt so, hört sich jetzt voll behindert an, aber in so engen Gängen da zu kämpfen, auch in einem Computerspiel, ja, bringt das eigentlich was, wenn ich hier jetzt mal ein Licht